Wir machen heute ein Outfit of the Day Video. Ich fange einfach direkt an, das soll gar nicht so lang werden, halt nur für die, die es interessiert. Das Oberteil ist von H&M, ist so ein Schlammtopfton. Die gibt es auch im Moment noch meines Wissens nach. Ich habe das jetzt vor kurzem erst gekauft, vor 2 Wochen ungefähr. Kosten 4,95 €, gibt es in verschiedenen Farben. Ein paar habe ich auch. Ich habe noch ein Rosé, ein Weißes, ein Dunkelblaues, ein Mintgrün. Ja, also 4,95 €. Ich finde, die lassen sich immer ganz gut zu allen möglichen kombinieren. Ja, dann die Hose, die ist von Timezone. Steht jetzt auf der Hose drauf. Ich kenne das gar nicht. Ich habe die einfach gekauft, weil die mir gut gefiel und die auch mal vernünftig sitzt. Die hat jetzt gekostet 70 € ungefähr. Die ist so ein bisschen ausgewaschen, hat gelbe Nähte und ein bisschen an den Taschen so eine Lederapplikation. Kann ich euch gleich nochmal von Namen zeigen. Der kleine Gürtel, der ist von, boah, ich glaube von Vero Moda, irgendwie 10 oder 12 Euro. Und die Schuhe, die sind von Tamaris, sind in einem Sandton, die haben hier so kleine, ja, ich finde, die sieht aus wie kleine Muscheln, sind aber eigentlich Steine, die festgenäht sind, mit so einem kleinen Schleifchen hier. Und die haben halt einen Keilabsatz, sind halt unbequem zum super bequem zum Laufen, haben ursprünglich irgendwie 120 € gekostet, waren jetzt runtergesetzt auf 80 €. Ja, jetzt komme ich mal näher, damit ihr das nochmal seht. Und zwar hier. Achtet nicht auf meine Fingernägel, die habe ich noch nicht gemacht. Ist diese Lederapplikation. Und ja, der Gürtel nochmal vom Namen. Und ja, was trage ich an Schmuck? Da trage ich das hier. Jetzt fragt mich gerade nicht, wie sie heißen. Ich habe es vergessen. Wenn es mir noch einfällt, schreibe ich es noch rein. Die ist von Accessoire. Hat irgendwie 18 oder 20 € gekostet. Der Ring ist auch von Accessoire. Ich fand den so toll. Ich habe den gesehen und musste den haben. Kostete allerdings auch 15 €. Ja, sonst trage ich halt immer nur mein übliches, mein Pandora-Armband. Das trage ich ja immer. Und mein Ehering, logischerweise. Als Ohrringe von Price, welche, die haben 6 € gekostet. Ich trage tatsächlich mal Gold, mache ich ja sonst eigentlich eher selten. Ja, was kombiniere ich jetzt dazu? Und zwar diesen Blazer, der ist von Mango. Ist gerade bei den runtergesetzten Sachen dabei, kostet ursprünglich, glaube ich, 60 €, ist jetzt runtergesetzt auf 25, den habe ich dann mitgenommen. Ich mag den Schnitt ganz gerne und im Moment, mir ist es mittlerweile schon zu warm für dicke Pullis, aber es ist auch noch zu kalt, um nur mit einer kurzen Short rumzulaufen. Und im Moment habe ich so eine Blazerphase, also ich finde, mir stehen Blazer ganz gut. Also eigentlich stehen Blazer eigentlich jeder Frau gut, wenn man sie in der richtigen Größe kauft. Dazu gibt es nämlich einen Tipp, wenn ihr jemand seid, der Blazer offen trägt, so wie ich, darf der ruhig eine Nummer kleiner sein. Also der darf dann ruhig beim Zumachen spannen, weil ihr macht den sowieso nicht zu, weil so habt ihr immer noch eine schöne Silhouette. Wenn ihr den zumacht, müsst ihr den natürlich in eurer passenden Größe kaufen, ist natürlich klar. Ja, wie sieht das dann von hinten aus? Ja, dann Handtasche natürlich ganz wichtig. Und zwar habe ich jetzt dieses schicke Modell hier. Die ist von Hallhuber, kostet 50 €. Auch in so einem, ja, so einem Sandton. Ich habe im Moment irgendwie Sandton-Faible, weiß ich auch nicht wieso. Hat halt kurze Henkel, der lange ist halt auch dabei. Ist halt im Moment noch, wenn noch eine Jacke drüber gezogen wird, finde ich, ist es halt ganz praktisch. Im Sommer trage ich das immer so. Die hat halt hier diesen Schraubverschluss.
Dann kann man die hier aufmachen. So. Und dann ist das Schöne, die hat zwei Reißverschlüsse. Also egal, wie ihr die Tasche jetzt habt, könnt halt in beide Richtungen auf- und zumachen. Das finde ich halt ganz praktisch. Hat natürlich wieder Innenfächer, noch ein Innenfach mit Reißverschluss und mein ganzes Gedöns ist da jetzt drin. Ja, was noch? Im Moment habe ich natürlich einen totalen Tuchfabel. Da habe ich jetzt dieses dazu. Sieht das aus? Mit so Bömmelchen dran und so Spitze. Und es ist von Jeans Fritz. Ich weiß nicht, ob es das überall gibt, weil hier in Stuttgart gibt es das nicht. Ich habe das halt zu Hause bei meinen Eltern gekauft, in NRW. Und das mache ich dann einfach nur noch einmal so rum. Und dann sieht man doch gleich nicht mehr ganz so nackig oben rum aus. Ja, und natürlich, wenn ich jetzt rausgehe, braucht man natürlich im Moment noch eine Jacke. Für die Winterjacken ist es ja jetzt mittlerweile zu warm. Jetzt habe ich mir so eine Übergangsjacke. Mein Mann hasst diesen Ausdruck. Er sagt, Jacke ist Jacke. In so einem Marine-Grünton. Die ist jetzt von Orsee. Die ist im Moment auch runtergesetzt. Kostet 15 Euro. Die hat halt so schön... Puschel. Teddybärfell drin. Hält also noch ein bisschen warm. Dass halt ein bisschen frischer wird. Und die ziehe ich dann mal rüber. Dann könnte die entweder, wenn es halt jetzt wie jetzt gerade mit Sonne und so offen, ich finde, die sieht ganz lässig aus. Oder wenn es halt wärmer ist, dann zumachen. So. Zumachen. Und die hat hier vorne so kleine Zugbändelchen. Dann kann man das auch noch ein bisschen taillieren. Dann sieht man nicht aus wie so ein Sack Kartoffeln. Das hat so schöne Tischchen und so. Ja, und dann nehmen wir die Handtasche dazu. Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten halt nicht. Ist ja immer Geschmackssache. Und dann sage ich bis bald. Ciao.